Wie gesagt, es ging in unserer Untersuchung um die Integration des Themas der sexuellen Gesundheit von Seiten der Psychiater und Psychiaterinnen in das Patienten- und Patientinnenmanagement. Dazu haben wir eine empirische Untersuchung durchgeführt, haben 100 Fachärzte und Fachärztinnen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin befragt, die ich Ihnen dann in den Detailergebnissen gerne vorstellen möchte. Und anhand der Fallgeschichte würde ich eben, wie schon erwähnt, psychodynamisch-psychoanalytische Überlegungen anstellen, warum es manchmal schwerfällt, die sexuelle Gesundheit in das Patientenmanagement mit zu integrieren. Warum ist dieses Thema relevant? Sexuelle Gesundheit ist in den universellen Menschenrechten verankert. Dezidiert festgehalten ist, dass 2014 in einem Dekret der World Association for Sexual Health, was meint sexuelle Gesundheit? Es ist ein Zustand des körperlichen, emotionalen, geistigen und sozialen Wohlbefindens in Bezug auf die Sexualität. Die Relevanz ist dadurch gegeben, dass Menschen unter sexuellen Problemen leiden. In einer repräsentativen epidemiologischen Untersuchung von Mitchell 2016 gaben 38% der sexuell aktiven Männer und 22% der sexuell aktiven Frauen an, dass sie unter sexuellen Problemen leiden. Zudem korreliert die sexuelle Gesundheit auch mit einer höheren Lebensqualität und das ist besonders interessant, ist zwar schon eine ältere Studie, aber es gibt keine Widerlegung dieser Studie bisher, korreliert die sexuelle Gesundheit auch mit Langlebigkeit. Aus diesem relevanten Themengebiet leitet sich natürlich auch der Bedarf ab, weil Patienten eben darunter leiden, dass man als Facharzt, Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin selbstverständlich das Thema der sexuellen Gesundheit in der Routineversorgung integrieren sollte und hier sich auch ein spezielles Management zurechtlegen sollte. Und viele das auch tun. Ziele des Arztes, der Ärztin muss sein, auf drei Ebenen zu arbeiten, nämlich zu explorieren, die bestehenden sexuellen Probleme zu untersuchen, danach zu fragen und dann auch ein gewisses Behandlungsmanagement anbieten zu können. Der zweite Punkt ist natürlich die Information des Patienten, der Patienten über mögliche Gründe für eine sexuelle Dysfunktion, das normale Funktionieren, das abweichende Funktionieren mit dem Patienten gemeinsam zu besprechen, beispielsweise auch über Nebenwirkungen von Medikamenten zu sprechen, etc. Und wir haben natürlich auch eine Präventionsaufgabe zu erfüllen, den Patienten darüber aufzuklären, dass es eben sexuell übertragbare Erkrankungen geben kann, dementsprechende Impfmöglichkeiten auch bestehen. Es geht natürlich auch darum, ungewollte Schwangerschaften etc. zu besprechen. Aus diesem Grund, weil erstens der Bedarf und zweitens die Relevanz dieses Themas gegeben ist, haben wir im Jahr 2017 eine Umfrage gestartet und die Fragestellung war, dass wir nachgehen wollten der selbst eingeschätzten Häufigkeit der Fachärzte, also der Fachärzte für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, sich mit den Aspekten der sexuellen Gesundheit und den sexuellen Funktionsstörungen tatsächlich mit ihren Patienten und Patientinnen gemeinsam zu befassen, also nachzufragen. Der zweite Punkt war, dass wir ein Stückchen wissen wollten, wie ist die Einstellung der Fachärzte und Fachärztinnen zur sexuellen Gesundheit, also der Psychiaterinnen in dem Fall. Und der dritte Punkt war, dass wir wissen wollten, ob ein professionelles Überweisungsnetzwerk gegeben ist beim einzelnen Facharzt und wohin überwiesen wird. Von der Methodik her war diese Umfrage eine Hotspot-Rekrutierung. Wir haben im April 2017
100 Fachärzte für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin befragt, mit einem Fragebogen zur sexuellen Gesundheit von Kottmed et al. Entwickelt 2014. Und im ersten Teil beschäftigt sich dieser Fragebogen eben mit dem Patienten- und Patientinnenverhalten und der Exploration des Facharztes, der Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, ob exploriert wird, wie das Verhalten eruiert wird, wie aktiv nachgefragt wird oder ob es nur Vermutungen gibt, dass hier sexuelle Probleme bestehen könnten, etc. Und der zweite Teil betraf das Patienten- und Patientinnenmanagement, also wie das Netzwerk, das Überweisungsnetzwerk, das Behandlungsnetzwerk bei den einzelnen Fachärzten und Fachärztinnen für Psychiatrie aussieht. Zu den Ergebnissen. Der Rücklauf der Umfrage war 74%, was jetzt nicht so schlecht ist für Umfragen. Im Grunde waren 32% männliche Responder und 67,6% Frauen haben geantwortet. Von diesen 74 Teilnehmern und Teilnehmerinnen waren 97% österreichische Staatsbürger. Das Alter war zwischen 30 und 60 Jahren, im Durchschnitt 46,7 Jahre. Und die Berufserfahrung der Kollegen und Kolleginnen war zum großen Teil ein sehr erfahrenes Responder-Klientel, nämlich 63% waren bereits mehr als 10 und sogar die meisten in Richtung fast schon 20 Jahre als Fachärzte für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin aktiv tätig und noch tätig. Viele, also nämlich 43%, hatten eine Zusatzqualifikation, eine zweite Berufsausbildung, wenn Sie so wollen, zum Psychotherapeuten. Und da hatten diese Menschen, diese 43%, auch eine Berufserfahrung von etwa 10 bis 20 Jahren aktive Tätigkeit in der psychotherapeutischen Praxis. Also der Großteil der Kolleginnen und Kollegen war mit einer größeren Berufserfahrung gegeben. Zu den Ergebnissen. Bezüglich der Fragestellung, wie aktiv der einzelne Facharzt, die einzelne Fachärztin tatsächlich bei den Patienten nach sexuellen Problemen und überhaupt nach der sexuellen Gesundheit fragt. Dazu haben etwa 80 bis 100% angegeben, dass sie lediglich bei 28% wirklich aktiv nachfragen. Die Frequenz der Nachfrage war positiv korreliert mit den Jahren an Berufserfahrung. Also je erfahrener der Facharzt oder je Fachärztin, je berufserfahrener sie oder er war, desto aktiver wurde nachgefragt. Also es hing auch ein Stückchen mit dem Alter der Fachärzte zusammen. Es war eine weitere Frage auch, ob der Facharzt zum Beispiel vermutet, dass es sich hier um eine Beeinträchtigung der sexuellen Gesundheit bei einem Patienten oder bei einer Patientin handelt. Aber es wurde in vielen Fällen dann oft nicht aktiv nachgefragt. Und das war etwa bei 50% der Befragten der Fall. Die haben angegeben, dass sie bei auch wieder so einem Drittel ihrer Klientel, ihrer Patienten und Patientinnen vermuten, dass es sich um Beeinträchtigung der sexuellen Gesundheit handelt, aber es wird dann aus welchen Gründen auch immer nicht aktiv nachgefragt. Und auch hier wieder eine positive Korrelation, je höher die Berufserfahrung, desto eher fand dann doch eine aktive Exploration bei einer vermuteten sexuellen Funktionsstörung statt. Die nächste Frage war die Beschwerdepräsentation
durch den Patienten selbst. Also wie häufig kommt es vor, dass Ihr Patient, Ihre Patientinnen aktiv eine sexuelle Funktionsstörung präsentieren? Und hier war ein relativ kleiner Anteil der Befragten, hatte angegeben, dass etwa ein Drittel ihrer Patienten aktiv eine Beschwerde oder eine Beeinträchtigung ihrer sexuellen Gesundheit aktiv vorbringt. Auch hier wiederum, je höher die Berufserfahrung, desto aktiver von Seiten des Patienten interessanterweise auch die aktive Beschwerdepräsentation dem Facharzt gegenüber. Hier waren keine Alterseffekte und keine Geschlechtsunterschiede zu finden. Aus diesem Grund sind wir ein Stückchen weitergegangen und haben uns gefragt und haben eben auch in Narrativen nachgefragt, also in freien Textfeldern, warum denn eigentlich nicht aktiv exploriert wird. Obwohl wir ja alle gelernt haben, im psychopathologischen Status die Sexualität aktiv nachzufragen. Und hier waren die folgenden Gründe angegeben. 57% der Befragten gaben an, dass es andere, viel dringlichere Probleme gäbe, mit denen Patienten, die von den Patienten eben für wesentlich erachtet werden und die dann aktiv exploriert werden, also beispielsweise Stimmungslage, Denkstörungen, Konzentrationsstörungen etc. Viele oder 38% hatten angegeben, dass sie deshalb nicht aktiv die sexuelle Gesundheit explorieren, weil es ein Zeitmangelproblem ist. 17%, und das ist auch interessant, gaben an, dass es schwierig ist, über die Sexualität oder sexuelle Gesundheit zu sprechen mit dem psychiatrischen Patienten, weil es ein peinliches Thema ist, nämlich weil es für den Patienten ein so peinliches Thema sei. Also auf Seiten des Patienten wird der Affekt der Scham sozusagen als hinderlich erachtet. Jeweils zu etwa 11% wurden auch noch andere Gründe angegeben, wie die Religion, die Sprachbarriere, das Alter oder die Kultur, die es eben erschweren würde, aktiv nach der sexuellen Gesundheit oder nach Sexualproblemen zu fragen. Anders gefragt, was war der Hauptgrund für eine aktive Exploration? Die Evaluierung der Medikamentennebenwirkungen. Also die meisten Patienten, Patientinnen und die meisten Psychiater, Psychiaterinnen thematisieren die sexuelle Gesundheit im Zusammenhang mit Medikamenten oder mit Medikamentennebenwirkungen. Nämlich knapp 46% geben das als Hauptgrund für eine aktive Exploration an. Bezüglich dieses zweiten Teils des Fragebogens, die Überweisung des Management, des Behandler- und Behandlerinnen-Netzwerks betreffend, haben die Fachärzte für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin zu 50% angegeben, dass sie bei Vorliegen einer sexuellen Störung oder einer Beeinträchtigung der sexuellen Gesundheit an einen Facharzt für Gynäkologie oder eben Urologie überweisen, in 30% der Fälle an einen Facharztin für innere Medizin und in einem weiteren Drittel direkt an einen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin. Und diese Empfehlungen dieser Überweisung wird zu etwa 60% von den Patienten tatsächlich auch umgesetzt. Was die weiteren Empfehlungen betrifft, wo auch in etwa 60% Umsetzung stattfindet, ist, dass man im Weiteren in 45% um eine Medikamentenumstellung beschäftigt ist, wenn es um sexuelle Probleme geht.
40% eben in Psychotherapie überwiesen werden, 25% überweisen die Patienten dann in eine Schmerztherapie, interessanterweise, 15% bieten ein Paargespräch selbst an, weitere 15% überweisen in Paartherapie, ein geringerer Anteil überweist zur Hormontherapie, 2,9%, ein kleiner Teil übernimmt ganz aktiv eine Information über physiologische Funktionen, also physiologische, gesunde sexuelle Funktionen. Ein sehr, sehr geringer Teil überweist zur Sexualmedizinerin, 1,4%, also ein Patient wurde bezüglich einer Evaluation der Antikoagulantientherapie weiter behandelt und keiner erhielt die Empfehlung einer Sexualtherapie. Diese Empfehlungen wurden zu 60% umgesetzt. Es gab natürlich aber auch die restlichen 40%, die die Empfehlungen nicht umgesetzt haben. Und hier waren die Gründe für eine Non-Adhärenz zu den Empfehlungen der Fachärzte die fehlende Patientenmotivation, also zum Beispiel in Paartherapie zu gehen oder eine Paartherapie aufzunehmen oder die Medikamenten umzustellen oder tatsächlich in Psychotherapie zu gehen. Das war in 33% der Patienten der Fall. Und wenn die Patienten aufgrund einer fehlenden Besserung, nämlich in den ersten paar Tagen sozusagen, wenn hier eine fehlende Besserung vorlag, war in 30% eine Non-Adhärenz zur Empfehlung des Facharztes, der Fachärztin zu erheben. Es scheint also zusammenfassend nicht immer ganz so selbstverständlich zu sein, dass die sexuelle Gesundheit vom Facharzt, Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin tatsächlich aktiv angesprochen wird. Und wenn man diese Narrative oder die Textfelder dieser Untersuchung genauer betrachtet hat, hat sich doch herausgestellt, dass meistens berichtet wurde, dass es die Affektlage des Patienten sei, warum nicht aktiv nachgefragt wird. Dass es ein peinliches Thema ist, dass das Thema schambesetzt ist. Und aus diesem Grund möchte ich gern einen Fall vorstellen. Eine Patientin, die 61 Jahre alt ist und primär zum Erstgespräch kam an unsere Ambulanz mit der Beschwerde von Konzentrationsschwierigkeiten, Angst vor Demütigungen, innere Spannung und massive Verlassenheitsängste. Bei der Beschwerdepräsentation war am Beginn schon, beim Eintritt in das Behandlungszimmer, ein immens stechend aggressiver Blick. Also diese Patientin hatte mich fast mit den Augen durchbohren wollen. So war, also es war unangenehm, ein stechend, sehr aggressiver Blick. Von der Psychopathologie her war auffällig bei den no-psychischen Leistungen eine sehr gestelzte Sprache mit vielen Manierismen, Umschreibungen, eine Umständlichkeit in der Sprache, eine gewisse Hypertenazität, wenn Sie so wollen. Also sie klebte sehr lange an den einzelnen Themen. Sie war schon im Vorfeld beim Neurologen, da wurde jetzt kein mild cognitive impairment oder etwas in diese Richtung festgestellt, das war ausgeschlossen worden. Von der Stimmung her war sie lustlos, depressiv, der Affekt eher flach, eine sehr geringe Affizierbarkeit, mehr im negativen Skalenbereich affizierbar als im positiven, aber insgesamt sehr flacher Affekt. Und sie schilderte, dass sie aktuell in keiner Partnerschaft ist, aber in der Vergangenheit sehr wohl zwei Ehen
schon hinter sich hatte. Diese beiden Ehen waren geschieden worden. Sie ist zwar schon bezüglich ihrer Beziehungsgestaltung in der Lage, längere Freundschaften meistens auch aus der Jugend aufrecht zu halten, aber diese Freundschaften sind gekennzeichnet durch eine massive Distanziertheit. Sie schildert auch fast ein Unberührtsein von Ereignissen, wenn jemand ihr etwas berichtet. Ein wenig empathisches Verhalten war als Patientenkontakt zu spüren. Und von der Biografie her war auffällig, dass sie berichtete, sie ist ein uneheliches Kind. Der Vater stand nicht zu dieser Ehe oder zu dieser Lebensgemeinschaft, die eben auch dann keine Ehe wurde bei ihren Eltern. Es gab Gewalt in der Familie und die Mutter suizidierte sich, als die Patientin 11 Jahre alt war. Befragt nach den unbewussten Fantasien, also was ist ihre früheste Kindheitserinnerung etc., welche gibt es wiederkehrende Träume, gibt es einen Traum, der vor dem Erstgespräch Ihnen noch erinnerlich ist als etwas Besonderes, hatte sie dann erwähnt, dass sie immer wieder, und diese Träume begleiten sie seit der Jugend, davon träumt, dass Kinder getötet werden in verschiedenen Situationen und dass diese Kinder dann verscharrt, also in der Erde verscharrt werden. Da es sich natürlich um ein umfassendes Erstgespräch handelt, habe ich natürlich auch die Sexualanamnese dann erhoben und sie hatte dann eben tatsächlich auch eine Orgasmusstörung berichtet. Also auffällig insgesamt eine sehr narzisstische, also eine Patientin mit sehr narzisstischen Anteilen und in der ersten Beschwerdepräsentation hatte sie wirklich mehr diese Konzentrationsstörungen und diese depressive Stimmungslage in den Vordergrund gebracht und erst anhand der Exploration der Sexualität hat sich dann tatsächlich eine Orgasmusstörung diagnostizieren lassen und wurde im Weiteren natürlich eine psychoanalytische Diagnostik bezüglich der Persönlichkeit, des psychostrukturellen Funktionsniveaus durchgeführt und ich hatte sozusagen ein erweitertes Erstgespräch mit der Patientin gestartet, um abzuklären, ob diese Patientin in der Lage ist, hier eine Fokaltherapie zum Beispiel in Anspruch zu nehmen oder ob hier eine längerfristige, intensive, zum Beispiel psychoanalytische Therapie oder andere Psychotherapie eben indiziert ist. Und in diesen erweiterten Erstgesprächen kamen tatsächlich sehr interessante Schilderungen rund um diese Träume zutage, wo sich zum Beispiel Traumschilderungen dann auch noch so anhörten, dass sie eben zum Beispiel auch sagte, sie träumt immer wieder, dass sie auf einen Berg geht und dieser Berg ist am Rande des Weges übersät von Leichen und sie wacht dann in der Nacht auf von diesen Träumen und ist manchmal gar nicht ganz sicher, ob nicht jemand im Raum ist, der sie bedroht. Also es kommen dann auch ein Stück paranoide Ängste durch. Und im Rahmen dieser Erstgespräche war es möglich, mit der Patientin ein Stückchen mehr auf ihren Affekt einzugehen, auf ihre Ängste. Und in dem Sinn ist es, denke ich, wichtig, dass man hier bedenkt, dass in der psychoanalytischen Situation auch des Erstgespräches eigentlich im Grunde nur der Affekt als eine Manifestation der Lebensenergie aufgefasst werden kann und dass wir das als Fakt nehmen sollten, betont auch schon Bion, und dass wir natürlich immer sehen müssen, in welchem Aspekt ist jetzt welcher vorherrschende Affekt gerade im Hier und Jetzt in der Erstgesprächssituation vorrangig und welche Objektbeziehungsdyade ist hier damit mit diesem
Angstaffekt zum Beispiel gerade verbunden und welche ist im Hier und Jetzt aktiv. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich die Identifikation mit der Mutter, mit der suizidalen Mutter zu nennen. Und hier ist interessant, wenn man genau diese aggressiven Aspekte des Narzissmus bei Rosenfeld nachliest und dann weitergeht, nochmal Fairbairn nachliest, ist es schon deutlich, dass natürlich diese Patientin massiv mit ihrer Mutter, die ja dann tatsächlich durch einen Suizid verstorben ist, identifiziert ist. Der primäre Narzissmus ist nach Fairbairn die völlige Identifizierung mit dem Objekt. Im sekundären Narzissmus beschreibt Fairbairn die Identifizierung mit dem internalisierten Objekt bereits, dass man natürlich bei der Patientin in vielen Einfällen dann auch finden konnte. Und wenn man die psychoanalytische Theorie von Green noch einmal aufnimmt, kann man ja natürlich schon diskutieren, dass es, wenn man die Manifestation des Todestriebes sucht in diesem Punkt und in Zusammenhang bringt mit der Orgasmusstörung, dass es natürlich immer wieder um einen Abzug, also einen Abzug der Besetzung geht vom Objekt. Also es ist diese Desobjektalisierungsfunktion, die Green 1993 beschreibt, ganz aktiv spürbar gewesen, schon eigentlich in der Aggression des Blickes zu Beginn des Erstgespräches. Und das waren so Sequenzen, auf die man während des Erstgesprächs immer wieder zurückkommen konnte und so das unbewusste Fantasieleben auch ein Stückchen explorieren konnte. Und wenn wir Hannah Siegal folgen, ist es natürlich für die weitere Therapie dann ganz wesentlich, dass diese unbewussten Fantasien durchgearbeitet werden. Und dann kann man natürlich auch feststellen, dass diese formbar sind. Und das wäre so, wenn man jetzt Fallschilderungen von Hannah Siegal weiterliest, eine Aufgabe der psychoanalytischen Therapie oder einer Psychotherapie überhaupt, hier genauer nachzulesen und hier genau dieses unbewusste Fantasieleben durchzuarbeiten. Und es ist dann anzunehmen, dass auch nicht nur die Orgasmusstörung, sondern auch die Konzentrationsproblematik sich wieder verbessern lässt. Und in diesem Sinn würde ich gerne das jetzt zur Diskussion stellen mit Ihnen und bin natürlich für Fragen bereit, auch zur Untersuchung nochmal Stellung zu nehmen und würde gerne mit Ihnen auch diskutieren, wie Sie diese Ansichten sehen, ob es Fragen dazu gibt, und möchte damit mal für Ihre Aufmerksamkeit im ersten danken.